begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge von Sim Airport mit Fabian LP. Die haben gerade fertig gebaut und ich habe mich entschieden, genau die Zeit hochzulassen. Denn es ist so im Let's Play, wir sind ständig am Bauen, bauen ständig aus. Ich nehme ständig Kredite auf, damit wir überhaupt irgendwie vorankommen, umzubauen. Weil normalerweise hätte man schon Zeit, aber ich will ja nicht mit euch so warten, bis da das Geld da ist. Obwohl es relativ schnell geht, bis Geld da ist natürlich. Deshalb lasse ich die Zeit einfach mal oben. Und dann geht das eigentlich ganz automatisch, weil wir gar nicht in der Zeit so viel ausgeben können, wie wir verdienen. Das war so mein Plan. Gut. Da können wir schon mal ein bisschen ausbauen. Dadurch, genau. Da können auch noch Fensterscheiben rein. So. Ihr seht, wir sind hier schon auf dem Weg zum nächsten Gate. Und haben das noch nicht mal abgeschlossen. Deshalb, hier gibt es ja das Klo. Und das müssen wir jetzt hier noch trennen. So. Und wieder warten, bis sie hier gebaut haben, natürlich. Naja. Aber wir haben zum Beispiel den Boden hier, der noch rein muss. Wir werden jetzt zuerst mal schnell hier ein bisschen ausbauen, bevor ich dann wieder hier unten werde, weil da lohnt sich es noch nicht so. Weil wir aktuell auf der Seite gar nicht so viele Flieger annehmen können. Das ist ein bisschen das Problem. Gut, und auf der Höhe käme dann wieder die Wand rein. Also hier. So. Auf jeden Fall genug zu tun haben wir. Und ich weiß nicht, vielleicht würden wir es ja noch schaffen, heute noch das einzuweihen, aber ich glaube nicht, weil da fehlt noch Straße. Das Ganze fehlt. Also besser mal das einweihen und dann schauen, ob es hier vorne überhaupt noch funktioniert. Wir haben hier zwar einen vierbreiten Gang, das ist eigentlich recht gut. Aber es muss dann halt auch noch sonst zusammenpassen. Dann die Türen. Wo habe ich die gesetzt? Wir bauen jetzt das danach. Innen dran. Gut. So. Und dann zoomen wir wieder da rein. Auf der einen Seite die Sinks, auf der anderen Seite die Schüsseln. Okay. Plus je bei der Tür ein Abfalleimer. So. Ist ganz wichtig. Ja, das sind so kleine Klos zwischendurch. Hier hin und... So. Also es liegt nicht an meinem PC, dass gerade die Performance so ist. Das Game ist tatsächlich so. Ja, kleine Klos zwischendurch und die halten uns dann eben relativ gut auf dem Stand. Und somit müssen wir nicht hier riesen Klos bauen, glaube ich. Wir sehen es ja noch. Aber dann verteilen sich die Leute ein bisschen. Dass jetzt hier schon wieder Leute durchschleichen, gefällt mir wieder mal nicht. Aber naja. Sie wollen nur an den Geldautomaten. Solange es nur das ist, ist ja gut. Ah ja, und dann hätte ich gerne noch diese Seite auch mit Holz ausgebaut. Wieder mit dem Holz. Weil dieses Dunkle gefällt mir wirklich nicht so. Gut. Und dasselbe Spiel hier nochmals. Und hier ziehe ich einfach mal... Na komm, wir ziehen durch. Nee. Ja, cancel. Falsch. Ich will hier nicht die Wand aufreißen. Ich möchte vieles hier, aber nicht die Wand aufreißen. Aber was wir können, hier hinten schon mal das durchziehen. Und ebenfalls hier die Wand durchziehen. So. Ein bisschen bauen müssen sie, ja. Wir haben jetzt, wie ihr seht, da kommt das Geld relativ schnell rein. Also das ist dann nicht das Problem. Da haben wir wieder den Riesenflieger. 416 Leute. Und noch 60 Minuten, 50 Minuten. Ja. Und hier seht ihr jetzt First Class, eigentlich nichts mehr. Nur noch zweite Klasse. Und da stehen sie wieder vor der Schlange.
Aber wie ihr da seht, geht mit der Zeit auf. Da kam noch eine First Class. Auch wenn da gewisse wieder saulang warten. Ja, der hebt ab. Die stehen hier rum. Selbst schuld. Wer nur da rumsteht, selbst schuld. So. Sieht jetzt schon fast schon zugleich aus. Und ich fange schon wieder an zu kritisieren. Mir gefällt es einfach nie. Aber es sieht wirklich zugleich aus. So mein Eindruck. Naja. Seating. Ah, kein Geld mehr. Okay. Dann haben wir halt kein Geld mehr. Ist halt so. Ich nehme jetzt nicht schon wieder einen Kredit auf. Wir können ja auch andere Sachen anschauen, denn jetzt kommen hier noch mehr Leute und jetzt müssen wir erstmal hier schauen. Was hier abläuft, wie es abläuft, wo hier sich Leute Gruppen bilden, sagen wir es mal so. Also es stehen auf jeden Fall viele Leute vor diesen Scans. Und was ich auch sehe, dass die Leute auch hier unten sind. Also nicht nur hier. Da stehen sie zwar sehr vor der Schlange. Also hier gehen auf jeden Fall meist durch. Und mit dem nach da unten wollte ich eben, dass das sich hier ein bisschen verteilt auch. Später könnten wir immer noch das hier wieder abreißen. Aber jetzt ist eben kein Platz mehr. Jetzt ist da kein Platz mehr. Also und das noch weiter nach unten ziehen, damit sie sich nach unten verteilen. Aber wie ihr seht, die sind eigentlich durchgekommen. Hier ist auch schon wieder ein riesen Flieger. Ja, die sind schon alle. Sind alle schon durch. Also da liegt das Problem eigentlich nicht mal so. Oh, und auch auf unserem neuen Gate ist einer gekommen. Und jetzt wollen wir mal beobachten, wie sich die First Class hier schlägt. Denn da hatten wir immer das Problem, dass sich die ja hier gestaut hat teilweise, weil so viele waren und teilweise waren wenige. Jetzt sitzen sie hier gemütlich auf den Sitzen, kommen sogar hier vorbei. Auch hier haben sie sich gefüllt, aber nicht ganz nach hinten. Also die wollen nicht so weit rein. Das Klo ist auch gefüllt hier. So, die 22 Minuten können wir noch vorspulen. Und dann bin ich gespannt, was so passiert. So, jetzt geht's los. First Class gleich rein. Noch ein First Class. Jetzt merkt sie plötzlich, sie müssen noch Geld abheben. So plötzlich. Aber wie ihr seht, jetzt verteilt sich auch die First Class hier. Auch wenn sie hier rumsteht. Aber es geht schon. Sie verteilen sich schon viel besser als vorher. Hier sind natürlich jetzt viel mehr. Aber da kann ich nichts machen. Die sind einfach zu dumm, um in die Schlange zu gehen. So schnell. Das ist einfach der schnellste Takt, der möglich ist. Was blöd ist, dass jetzt von da drüben noch Leute kommen, die jetzt wieder hier rein müssen. Das passt mir natürlich nach wie vor nicht so. So, er hat noch 100 Minuten. War aber auch nicht ganz voll, glaube ich. Hätten, glaube ich, noch mehr Leute Platz, aber ihr seht, sieht gut aus. Und was ist jetzt mit dem hier schon wieder? Hier, was ist hier wieder los? So, welcher ist jetzt noch da? Der da rein sollte. Jetzt 43. Ich frage mich einfach, was mit denen los ist. Kann man nicht senden, Airplane? Geht es nicht. Naja, dann muss er einfach abheben ohne die. Was natürlich der Airline nicht so gefallen wird. Und ihm dann selber auch nicht, aber steht da nur rum. Ja, selbst schuld. Tschüss.
Das war's denn wohl für ihn? Kann ich jetzt auch nichts machen, ehrlich gesagt. Gut, dann möchte ich mal hier die Straße bauen. So, dass das schon mal gewacht wäre. Vorbereitet. Jederzeit bereit. Und hier kommt ja dann die Bar rein. Und wie ihr gesehen habt, den hat es gefehlt. Der hat nämlich die Bar hier vermisst. Deshalb sollte ich mal da ansetzen. So, es ist genau gleich lang wie alle anderen. Und es beginnt. Na gut, da haben wir ein bisschen Fehler drin. Den kann ich natürlich jetzt nicht machen, so. Dann gibt es dementsprechend andere Bankvariationen, aber ja. So, schauen wir mal. Wo haben wir hier die Bar? Small. So rein. Auf der Seite wird es nicht gehen. Immer speziell hier. Und dann messen wir hier schnell nach. Einerseits können wir das hier. Das kann weg. Andererseits haben wir hier von Mauer zu Mauer 13. Mauer zu Mauer 13. So. Dann sehen wir das exakt, wie viel da weg muss. So. Ja, also dieses Planning Tool. Das ganz gut zu gebrauchen, ist jetzt nicht meines, hier alles von 0 auf 100 durchzuplanen. Und ich ziehe hier mal einen normalen Boden rein. So, auf jeden Fall die erste Kundschaft ist schon da. Hier hinten hatte ich kein Geld für Boden, oder wie? Sieht ein bisschen so aus. So, machen wir das mal. Hier, sowieso eine Glasscheibe rein. Ich dachte, ich will die hier nicht so ausbauen. Aber komm. Gemacht ist gemacht, sag ich mal. Seating. So, jetzt zuletzt hatten wir hier diese Reiherkonstellation. Einmal so. Hier, hier. So, passt ja immer noch rein. Wie ist es denn hier? Jetzt komisch, dass es immer noch reinpasst. Aber wirklich. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Anscheinend ja nicht. Aber ja, wie ihr seht, die ist beliebt, die Bar. Gut, hat auch überall Leute. Und hier ist der Galactic Point. Flugzeug gelandet. Und die warten hier überall. Aber wirklich überall. Und wie auch wieder die Auskommenden hier quer durch den Flughafen laufen. Naja, es wäre schön, wenn man so Wege bauen könnte. Wenn man sagen könnte, Passagiere von hier, die müssen hier durchlaufen. Wenn man das so bestimmen könnte, und dann würden die das auch machen. Es wäre, glaube ich, sogar einfacher. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich ja nicht so im Game Design aus. Aber vielleicht wäre es sogar einfacher, das zu programmieren. Dass man dann einfach sagt, Leute, das Flugzeug, der Weg ist schon vorhanden, läuft ihn einfach ab. So. Was hier programmiert ist, kann ich euch nicht sagen. Aber es ist ein bisschen komplizierter, glaube ich. So, dann hätte ich gesagt, hätte ich gesagt, dass wir hier bereits das nächste bauen. Nämlich so hin. Gut. Und da kann ich auch noch die... Ah, das ist schon weg. Ah, gut. Hat er erkannt, so. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Also, ich glaube, der Zaun da hinten ist gar nicht nötig. So. Und wie ihr seht, man kann hier wieder ausbauen. Also, ist es unendlich? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber schade, dass man nicht nach unten kann, denn da ist wirklich unser Problem. Dass wir hier irgendwie mal beheben müssen dann. Nach oben können wir ja wahrscheinlich beliebig.
So, jetzt könnte ich ja da noch den... So, ich hab's nicht mehr so im Griff mit den Tabs hier. Wie auch schon, war auch schon besser. So, wie funktioniert's diesmal? Ja, es gibt trotzdem einen großen Stau hier. Weil eigentlich müsste der Raum hier größer sein. Aber dann könnten wir uns nicht leisten, hier überall die Klos hinzumachen. Und das finde ich eben schon noch eine gute Idee eigentlich. Oder wir lassen hier natürlich die Zweierbänke weg. Wir können ja das mal probieren. Dass die Leute nicht hier durchzwängeln müssen quasi, aber und hier stehen können. Das können wir als nächstes testen. Ansonsten finde ich die Lösung hier gar nicht schlecht. Und die könnten wir ja hier schon mal umsetzen, so angedacht. Also dass hier zwei Bänke kommen, gegenüber ein Bank. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo hört denn die Schlange auf? Auf der Höhe hier. Stimmt das? Eins nach oben, rüber. Da laggt es wieder mal so. Stimmt so, hä? So, und jetzt bauen wir hier einfach mal noch die Mülleimer, denn die müssen ja dahin. Und dann sollten sie theoretisch hier mehr Platz haben. Was man dann auch noch könnte, das habe ich ja angesprochen, dann den hier noch einbauen. So. Wie sieht es denn so aus? Oder das gleich umgekehrt. Es geht noch besser. Nämlich zuerst den und danach hier Mülleimer hin. Gut. Dann ist nämlich hier viel mehr Platz zum Durchlaufen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen schon mehr nach da hinten mit den Bänken. Aber ich glaube, da kommt auch ein großes Flugzeug. Könnte so sein, oder? Oh ja. Aber hier vorne weiterhin, glaube ich, keine Probleme. Läuft nach wie vor flüssig. Ja. Bisschen übertrieben hier. Wie sieht es denn mit Reports aus? Oh, bisschen Gewinn gemacht. Kapazität war hier mal auf 460, 418, 424, aha. So, der Müll. Ja, das ist nicht so eine schöne Ansicht. Wie viel Müll hier liegt. Oh, die werden doch nicht gewertet. Oder wo sind die? Ah ne, die sind verschwunden. Aha, speziell. Da ist alles sicher soweit. Das sieht ja super aus. Verschiedene Sektoren. Cashflow. Er ist gerade ein bisschen gesunken, hä? Kann aber noch steigen. Aber wir hatten gestern... Ah gut, wir haben 1 Million ausgegeben gestern. 1 Million, das ist schon, ja, das ist ein rechter Anteil. Und wir haben ein neues Versuchsgate, nämlich das hier, wo wir einige Änderungen durchgeführt haben, die bis jetzt gar nicht schlecht aussehen. Jetzt hätte ich gesagt, auf die nächste Folge baue ich hier hinten wieder aus. Jedes Mal bauen wir hier aus, es hört nie auf. Ja, es fehlt genau ein bisschen was. Ich weiß ja, dass wir sie irgendwann wieder abzahlen müssen, aber Fortschritt ist auch wichtig. So, ich baue bis dahin aus, auf die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss!